dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Leute, es ist wieder mal soweit. Der Gleichsatzkanal öffnet seine Pforten für eine weitere Kategorienbesprechung. Dieses Mal am Start die Kategorie Skepsis, Zweifel, Misstrauen und dergleichen. Passend zum Vorgänger Objektivität. Passend zur Kategorie Kritik, die nicht folgen wird, so viel kann ich schon mal versprechen. Aber genug der Worte, wir starten mit dem Anfang einer groben Unterteilung des Ganzen. Und zwar in eine logische Seite des Zweifels. Da haben wir schon mal das erste Kapitel. Dass nämlich, wo muss ich hin? Hier muss ich hin. Ein technisches Werkzeug nicht funktioniert. Hier funktioniert es. Ja klar, es kann ja nicht funktionieren, weil ich auf dem falschen Kanal bin. So. Drei Seiten hat das Ganze. Einmal eine logische, der logische Zweifel, der aufgrund Überlegung und Denkarbeit, Reflexion zustande kommt. Und dann der psychologische Zweifel, der eher einer Gefühlsbasis entspringt, der eher unklar ist, der eher zur Unsicherheit neigt, und zwar im Unterschied zur logischen Unsicherheit, die auf immer wieder einer Sicherheit aufbaut und sich quasi durch das negative Ausschlussverfahren des Unsicheren seine Sicherheit behält, ist dem psychologischen Zweifel mehr oder weniger Tür und Tor geöffnet, da nicht kontrolliert von irgendeiner qualifizierten Denkarbeit, sodass da alle Grenzen unter Umständen, alle Mauern eingeworfen werden und sich eine Zügellosigkeit breit macht, eine Zweifelsucht, die entweder im Wahnsinn oder in einer Depression oder im Selbstmord und dergleichen endet, mündet. Und dann ein weiterer Aspekt, der nur kurz angerissen wird, da es sich sozusagen um eine Folgeabteilung dessen handelt, welche Auswirkungen ein Zweifel dann auf das Zusammenleben hat, indem das nämlich die Moral, die Ordnung kennzeichnet, die in einer Gesellschaft den Ton angibt, umgesetzt dann in Recht und Gesetz, aber eben der ausschlaggebende Grundbegründung ist in moralischen, in ethischen Prinzipien begründet, die dann, wenn eben auch in Zweifel gezogen, wenn dieser Zweifel nicht auf eine feste Substanz trifft, sage ich mal, verheerende Auswirkungen haben kann,
wenn sich die Unglaubwürdigkeit breit macht und die sogenannte Obrigkeit dann schlecht beleumundet ist und dann eben kein Vertrauen mehr genießt, was machen wir dann? In diesem Fall tritt der Gleichsatzkanal auf den Plan, um die Front zu klären, um Klarheit zu schaffen, um was es überhaupt geht, wo die tieferen Begründungen liegen und welche Rolle ein Zweifel, ein Nachdenken, ein Infragestellen in logischer Hinsicht, psychologischer und moralischer Hinsicht spielt. Wir kommen zum nächsten Punkt. Hier wird der Bezug zum Wissen hergestellt. Also Zweifel ist vor allen Dingen in Bezug darauf, was als Wissen kursiert oder als Wissen angesehen wird. Ein solches Wissen ist nur dann möglich, wenn eben in einer bestimmten Angelegenheit eben der Zweifel ausgeschlossen ist. Hier muss ich nochmal zurückverweisen auf die Kategorienbesprechung Objektivität. Ich versuche das so oft wie möglich zu vermeiden, damit eben auch diese Besprechung selbstständig steht und nicht immer erst etwas vorausgesetzt ist, damit etwas anderes verstanden werden kann. Aber in diesem Fall ist eben der Zweifel auch in Bezug auf die Objektivität von größter Bedeutung. In nächster Beziehung zum Wissen ist eben ein Wissen, gilt für die Objektivität eben auch, wenn der Zweifel logisch ausgeschlossen ist. Und somit haben wir hier im Grunde genommen, was den Zweifel betrifft, den gleichen Umfang an Bedeutung, sage ich mal, der für den Objektivitätsgedanken, die Objektivitätsvorstellung von Bedeutung ist, als da wären die Fragen der Erkenntnis überhaupt oder Fragen der Gesetzlichkeit, der Logik sowieso, Fragen der allgemeinen Gültigkeit, das alles ist eben, dann kann es nur so weit geben, indem einfach begründeter Zweifel ausgeschlossen ist. Also steht mit der Beurteilung der Zweifelskraft, inwieweit ein Zweifel eben logisch begründet ist, auch jede Menge andere Thematik auf dem Spiel. Der nächste Punkt wiederholt im Grunde genommen den vorherigen. Es ist kein Zweifel geduldet. Damit wird auch schon ein weiterer Punkt, auf den ich später noch zurückkomme, angesprochen. Dieses keinen Zweifel dulden ist auch
das Wesen, sage ich mal, oder die Natur in der alten klassischen an sich Sprache, Tribut an die Sprachgewohnheit, es ist das Wesen des Zweifels, eben was sage ich, Wesen der Nichtduldung, des Nicht-Tolerierens eines Zweifels, das Wesen, Natur des Dogmatismus oder der Autorität. Hier könnte anstelle von Wissen eben auch stehen, die Autorität duldet keinen Zweifel. Oder wo es ein das Dogma duldet als Macht eben keinen Zweifel und keinen Widerspruch. Man könnte für Zweifel auch Widerspruch schreiben oder Einspruch. Dann die Nummer 114. Wissen hat den Anspruch gegen Zweifel gesichert und geschützt zu sein. Damit hätten wir die ganze Palette, die auch von der Objektivität gegolten hat. Sicherung, Schutz, Ordnung wäre die nächste Kategorie, die hier zum Tragen kommt. Das alles ist mit einem Zweifel in Gefahr. Dann als nächster ein Faktor in Bezug auf die Skepsis. Mit einem anderen Wort ist eben auch die Wahrheit oder genau genommen die Wahrheit an sich, so wie oben eben auch das von einem Wissen an sich, einem objektiven Wissen die Rede ist. Das alles gilt nicht, um mich zu wiederholen, nicht für ein Wissen für mich, also eine subjektive Erkenntnis, die für mich einen praktischen oder auch theoretischen Nutzen hat und nicht notwendigerweise eben Allgemeingültigkeit in Anspruch nimmt. Und wie für dieses Wissen gilt es eben auch für die subjektive Wahrheit, was für mich als Wahrheit gilt oder was ich als für mich gültiges Prinzip ansehe, ist etwas anderes als eben das, was in der Nummer 123 als Wahrheit bezeichnet wird. Hier ist immer von einer Wahrheit an sich die Rede. Und für diese darf kein Zweifel möglich sein. Was jetzt meine Wahrheit für mich betrifft, da ist jederzeit ein Zweifel möglich, ist insofern immer schon gegeben für jeden Menschen, der eben reflektiert und nachdenkt, ist passiert nur auf der Basis eines Zweifels oder weniger eindringlich ausgedrückt in Form einer Frage, die sich stellt und die nach einer Beantwortung lechzt. Wir kommen zum nächsten Punkt. Ah, nochmal eine Nummer 1. Spielt aber hier keine Rolle. Ein Zitat aus Richard Feynman, es ist zu einfach.
München 2003, Seite 148. Dort heißt es, wir müssen unbedingt Raum für Zweifel lassen, sonst gibt es keinen Fortschritt, kein Dazulernen. Man kann nichts Neues herausfinden, wenn man nicht vorher eine Frage stellt. Und um zu fragen, bedarf es des Zweifels. Nun gut, dieser Verweis auf die Frage, und wie gesagt, schon darauf hingewiesen, was haben wir hier Neues, den Fortschritt und das Dazulernen. Abhängig von eben einer, Kultur des Zweifels oder einer Kultur des Infragestellens oder, wenn Sie so wollen, auch der Auseinandersetzung und des Streits um die Sache. In der nächsten Nummer wird ein noch größerer Bogen beschrieben, dass es sich eben beim methodischen Zweifel, also begründeten, logisch begründeten Zweifel, keinem psychologischen Zweifel, der jetzt gerade einer Laune entspricht und nur ein wenig Nachdenken schon ausgeräumt wird. Dieser methodische Zweifel wird hier als der Sinn aller Wissenschaft betrachtet. Also hier haben wir wieder quasi Pro-Skepsis, Pro-Zweifel. In der nächsten Nummer eine etymologische Beschreibung des griechischen Skeptikos, das so viel heißt wie prüfen, erwägen, suchen, forschen, auch zu befürworten, allerdings weniger zu befürworten ist jetzt hier die grüne Farbe, und das kommt von dem Violett, genau, auf Weiß funktioniert das. Aber das soll uns jetzt weniger stören. Wir kommen zum nächsten Punkt. In dieser eher allgemeineren Einführung in den Begriff, vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass es sich hier bei der ganzen Veranstaltung nicht nur jetzt was diese Kategorie, sondern auch alle anderen Kategorien betrifft, ebenfalls mehr oder weniger um eine Einführung, bisweilen auch eine sehr tiefgründige Einführung, aber doch nur um ein Bekanntmachen mit dem Thema handelt, das dann beim einen oder anderen eben ein größeres Interesse triggert, wie es Neudeutsch heißt oder neuerdings. Gut, im nächsten Punkt ist der Skeptiker jemand, der nach Wahrheit sucht, während der Dogmatiker sie schon gefunden zu haben glaubt. Hier haben wir jetzt wieder die Bezugnahme auf die gegenteilige Position. Es wird sozusagen die Welt an sich aufgeteilt in Skeptiker und Dogmatiker. Und den Dogmatiker macht eben aus, dass er hier die Wahrheit schon gefunden zu haben
glaubt. Und der Skeptiker ist eben jemand, der solche Wahrheiten streitig macht. Wahrheiten, die den Anspruch haben, allgemeingültig aufzutreten, wohlgemerkt. Hier ein etwas längeres Zitat aus einem etwas älteren Werk aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, aus dem dritten Viertel des 19. Jahrhunderts von Paul Kannengießer, Dogmatismus und Skeptizismus. Hier heißt es, Dogmatismus ist die unkritische Anwendung der dogmatischen Methode in der Philosophie. Es handelt sich hier aber nur um Voraussetzungen und Annahmen, nicht um eine aus der genauen Prüfung unseres Erkenntnisvermögens gezogene Begründung. Dogmatismus ist die Anwendung der aus sogenannten Vernunftprinzipien deduzierten Methode ohne Erkundigung der Art und des Rechts, wodurch sie dazu gelangt ist. Also hier nochmal eine differenziertere Einordnung in Bezug auf den Dogmatismus. Wird hier als unkritisch verurteilt, ohne genaue Prüfung und auch ohne Erkundigung der Art und des Rechts. Das macht das Dogma aus, dass es eben auch gar kein Widerspruch duldet, ob dieser jetzt wohl begründet ist oder nicht. Das Dogma ist eine Position der Macht und wird die unbezweifelte Anerkennung gefordert, wie das eben die Jahre der Autorität Jahrhunderte der Autorität, in denen eben das Raisonnement keine Rolle gespielt hat, also nicht akzeptiert wurde, weil es mehr oder weniger von Gott gewollte Gesetze nicht erlauben. Oder dann eben die Willkür eines autokratischen, diktatorischen Herrschers, bis dann eben sich im Laufe der Jahrhunderte immer mehr eine gewisse Skepsis breit gemacht hat. Und wir werden vielleicht, darauf werden wir noch zu sprechen kommen, wenn auch nicht dezidierter, aber doch, soweit ich mich erinnern kann, wieso klebt hier das alles so zusammen, egal. Die Nummer 148 besagt Einheit und Allgemeinheit gegen zerspaltende Kritik. Jetzt muss ich doch nochmal das schlecht leserliche Grün ins Spiel bringen. Zerspaltende Kritik, also was wir hier im Dogma haben, das ist die Bewahrung der Einheit und der Allgemeinheit, die wird durch das Dogma gewährleistet. Wohingegen die Skepsis und die Kritik eine spaltende Wirkung hat in Bezug auf Friede, Freude, Eierkuchen. Im nächsten Punkt wird der Bezug hergestellt von Dogma, Skeptik und Kritik
auf die Wahrheit. Hier heißt es Dogma, Skeptik und Kritik. Alles steht gewissermaßen im Dienst der Wahrheit. Wobei jetzt das Dogma eher weniger im Dienst der Wahrheit steht, wage ich mal zu behaupten. Sofern es sich ist, kann man jetzt nicht abstreiten, dass es auch sehr gut begründete Dogmen gibt und ich denke mal, jeder, der von seiner Wahrheit überzeugt ist, dem bleibt gar nichts anderes übrig, als diese Wahrheit mehr oder weniger dogmatisch zu vertreten. Wenn jetzt das gilt auf alle Fälle für solche Leute, die nicht in der Lage sind, irgendetwas zu begreifen oder eben dieser Überzeugung eines anderen nicht habhaft werden können, nicht verstehen, dann mag so etwas durchaus dogmatisch wirken. Ein Vorwurf, mit dem sich jeder tiefgründigere Denker auseinandersetzen muss. So viel dazu. Die nächste Nummer. Bringt das Bewusstsein ins Spiel und auch die Bezugnahme auf ein überindividuelles höheres Gesetz einer Wahrheit an sich, auf das Absolute sozusagen. Der Zweifel ist nichts anderes als das Bewusstsein, dass unser Denken das Absolute weder indirekt noch direkt erfassen kann. Hier wären wir bei einer grundsätzlichen erkenntnistheoretischen Position, dass es eben, dass eine absolute Wahrheit kein Gegenstand menschlicher Erkenntnis ist, sage ich mal. Und damit eben auch kein Wissen und auch keine Erkenntnis. Das ist die grundsätzliche Position aller Skeptiker von am Beginn des methodischeren Nachdenkens in der Entwicklung des Geistes der Menschheit. Also ich darf solche Begriffe gebrauchen, weil ich da jetzt per se keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhebe, dass das jetzt an sich so wäre, überhaupt von einer Menschheit in dieser Verallgemeinerung zu sprechen. Es geht hier nur darum, meinen Gedanken Ausdruck zu verleihen und da benutze ich eben dieses Wort der Menschheit oder eines Geistes der Menschheit, um als Tribut an die Sprachgewohnheiten da eben den Umfang und die Tragweite des Ganzen etwas zu verdeutlichen. Gut. Der nächste Punkt, 102, Filtertütenpunkt, radikaler Skeptizismus ist die gänzliche Voraussetzungslosigkeit. Hier wäre zu bemerken, dass eine gänzliche Voraussetzungslosigkeit in
einer Verabsolutierung, also in dieser Totalität, wie das hier angesprochen ist, überhaupt nicht möglich ist. Diese Ablehnung der Absolutheit eines Gedankens gilt selbstverständlich auch für den Skeptizismus oder Radikalität, was auch immer. Es muss immer erst in Bezug gesetzt werden. Ich erhalte gerade mein Zeichen, dass ich Schluss machen soll. Diese Voraussetzungslosigkeit ist nicht möglich. Wäre jemand, der überhaupt von nichts ausgeht, nicht einmal von seiner eigenen, wie auch immer gearteten Existenz, das wäre der reine Wahnsinn, überhaupt nicht denkbar. In Bezug jetzt auf die wissenschaftliche Methode ist eine gänzliche Voraussetzung auch nicht möglich, weil ich dann ja auch gar nichts habe, womit ich arbeiten kann. Der Punkt ist nur der, ob das eben als allgemein objektiv gültig behauptet wird und eine Anerkennung verlangt wird, die nicht nachzuvollziehen ist, oder ob diese Voraussetzungslosigkeit zum Beispiel damit beginnt, dass Erkenntnis theoretisch erste in Form irgendeiner Gegebenheit in Frage zu stellen. Aber das soll es dann für heute gewesen sein, um die Aufmerksamkeitsspanne der eher jüngeren Generationen, wenn man dem Demoskopen glauben will, nicht allzu sehr zu strapazieren. Werde ich mich bemühen, die 30 Minuten Latte einzuhalten. Und deswegen verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Teil 2 des munteren Kategorienratens auf dem Gleichsatzkanal. Und wie immer, Peace und Out.